Hallo, so heute reden wir über das Abziehen von Dezimalzahlen oder Subtraktion von Dezimalzahlen. Lass mich einfach mal mit dem ersten Beispiel beginnen. So läuft es immer, glaube ich, am besten, um was zu erklären. Also fangen wir mal an mit der 5,73 minus 0,0821. Und vielleicht erinnerst du dich, und ich hoffe, du hast das andere Video schon gesehen für über Addieren oder Zusammenzählen von Dezimalzahlen oder Zahlen mit Komma. Hier gibt es eigentlich genau die gleiche Vorgehensweise. Also was du zuerst machst, ist immer das Komma und das Komma schreiben. Ob du jetzt Zahlen, Dezimalzahlen addierst oder subtrahierst, ist dabei eigentlich ganz egal. Also immer erst Komma und der Komma. Das heißt, wir müssen die Kommas entsprechend ausrichten. Deshalb schreibe ich das nochmal neu. Also die 5,73 minus, und jetzt schreibe ich die 0, hier, dass die genau untereinander sind, 0,0821. Und vielleicht erinnerst du dich dann auch noch als zweiten Schritt, Nullen auffüllen. Das heißt, überall da, wo eine Null noch fehlt, umso später zu subtrahieren oder zu addieren, ergänze ich sie einfach. Die schreibe ich jetzt einfach hier hin, die 0 und noch eine 0. Und wie gesagt, wenn du Nullen hinter das Komma schreibst, am Ende einer Zahl, dann ändert sich der Wert nicht. Das heißt, die Zahl bleibt immer noch die gleiche. Das heißt, das kannst du auf jeden Fall machen, gar kein Problem. Okay, was machen wir denn jetzt typischerweise beim Abziehen von Zahlen? Wir müssen einfach schauen, ob die obere Zahl in der jeweiligen Spalte größer ist oder mindestens genauso groß ist wie die Zahl darunter. Das machen wir jetzt einfach mal Spalte für Spalte. Also, fangen wir mal hier an. Und fragen wir uns einfach, ist die 0 mindestens so groß wie die 1? Nein, ist sie nicht. Das heißt, die 1 könnte ich jetzt hier nicht abziehen. Ich muss also irgendwie was machen. Und was ich hier mache, ist einfach 10 vom linken Nachbarn ausleihen. Und das kann ich jetzt machen, indem ich hier einfach die 10 drüber schreibe. Also ich habe 10 hinzugefügt, 10 von links nebenan ausgeliehen. Da steht aber auch eine 0, da kann ich nichts ausleihen. Das heißt, was muss ich hier machen? Jetzt kann ich die 30 insgesamt anschauen, anstatt 1 von der 0 ausleihen, was nicht geht, weil die 0 eben schon so klein ist. Leihe ich mir 1 von der 30 aus, und wenn ich mir 1 von der 30 ausleihe oder 1 abziehe, dann bleibt dann 29 übrig. So, und jetzt können wir nochmal kontrollieren, ob alle Zahlen oben mindestens so groß sind wie die unten. Also die 10 ist größer wie die 1, die 9 ist größer wie die 2, das passt auch. Die 2 ist aber nicht größer wie die 8. Das heißt, für die 2, da muss ich 10 hinzufügen, nämlich nochmal eine andere Farbe. Was habe ich denn? Nehmen wir mal nochmal blau. So, oder? So, also. Das heißt, aus der 2 wird eine 12 und die 10 bekomme ich von hier, indem ich hier 1 ausleihe. Und der Mechanismus dazu, den findest du am besten in den Subtraktionsvideos, wenn du da noch mehr Infos brauchst. Aber wir leihen jetzt einfach 1 von der 7 aus und das heißt, aus der 7 minus 1 wird 6. Das heißt, wir haben jetzt hier 10 ist größer wie die 1, 9 ist größer wie die 2, 12 ist größer wie die 8, wunderbar. 6 ist größer wie die 0 und 5 ist größer wie die 0. Das heißt, jetzt sind wir bereit, um die Zahlen voneinander abzuziehen. Du kannst übrigens dieses Ausleihen und Entbündeln nennt sich das eigentlich, auch machen, während du die Zahlen voneinander abziehst und immer da, wo du quasi nicht abziehen kannst, dann nur dann dieses im Bündel machen. Es fällt aber leicht, wenn man das einmal für die ganze Zahl am Anfang macht, dann fällt es einem ganz leicht, dann später einfach die Subtraktion durchzuführen. Das machen wir jetzt einfach. Also, einfach abziehen. 10 minus 1 ist 9. 9 minus 2 ist 7. 12 minus 8 ist 4. 6 minus 0 ist immer noch unsere 6. Und 5 minus 0 ist ist 5. Und zum Schluss ziehe ich einfach das Komma runter. Und dann habe ich als Ergebnis 5,6479. Also wie wir bei dem Addieren von Dezimalzahlen schon
die gleichen Regeln angewendet haben, so machen wir das hier auch. Also zuerst Kommastellen ausrichten, dann gegebenenfalls, falls notwendig, oben oder unten, wo auch immer das notwendig ist, eine 0 ergänzen. Dann ganz normal unsere Rechnung durchführen, also in dem Fall eben die Zahl abziehen und das Komma runterziehen. So, machen wir einfach die nächste Übung nochmal, um da ein bisschen Übung reinzubekommen. Und zwar nehmen wir 8,25 minus 0,0105. So, und der erste Schritt ist, wie immer, erstmal die Zahlen so ausrichten, dass die Kommas untereinander stehen. Also Komma unter Komma. Also schreiben wir 8,25 und minus 0, hier die Komma sind genau untereinander, 0,01 und natürlich sollten alle anderen Zahlen auch entsprechend untereinander sein, dass das schöne Spalten werden. 0,0105. So, in diesen Spalten fehlt jetzt oben noch eine 0. Das heißt, die ergänze ich hier noch. Wie gesagt, der Wert der Zahl bleibt gleich. Das kannst du also ganz getrost tun. Und als nächstes bei dem Abziehen stellen wir uns die Frage, ist denn die obere Zahl mindestens so groß wie die untere? Und das ist hier zum Beispiel nicht der Fall. Also die 0 ist nicht mindestens so groß wie die 5. Und da müssen wir 10 hinzufügen. Und die 10, die wir hier hinzugefügt haben, haben wir uns als 1 von der Spalte davor ausgeliehen. Die 0 kann uns aber nichts mehr ausleihen. Das heißt, wir leihen von der 50. Und wenn wir 1 von der 50 ausleihen und in diese Spalte als 10 reinschreiben, dann bleiben hier 49 übrig. Schreiben wir die 49 hin. Also 10 überprüfen wir nochmal, ob alle Zahlen oben mindestens so groß sind wie unten. Also 10 ist mindestens so groß wie 5, das passt. 9 ist größer als 0 natürlich. 4 ist größer als 1, passt auch. 2 ist größer als 0, wunderbar. Und 8 ist auch größer als 0. Jetzt sind wir so weit und können die Zahlen voneinander abziehen. Das machen wir jetzt auch ganz kurz. Also 10 minus 5 ist 5. 9 minus 0 ist immer noch 9. 4 minus 1 ist 3. 2 minus 0 ist 2 und 8 minus 0 ist 8. Und ganz zum Schluss einfach noch das Komma runterziehen, immer noch in die genau gleiche Stelle. Und dann hast du dein Ergebnis 8,2395. Wenn du das Video zu Subtraktion 4 schon gesehen hast und dich damit wohlfühlst, vielleicht hast du sogar schon ein paar Übungen dazu gerechnet und die Übung von der Khan Academy dazu durchgerechnet, dann sollte das für dich überhaupt kein Problem sein. Was du lediglich noch machen musst, ist einfach die Regeln anwenden, die nach Komma auszurichten, also Komma unter Komma, und die Nullen hinzufügen und dann entsprechend das Komma später noch runterziehen. Und wie du die Subtraktion rechnet, findest du in dem Subtraktion 4 Video. Okay, dann machen wir noch eine Übung kurz. Und zwar, mit was fangen wir denn an? 2,64 minus 0,0486. So, das müssen wir erst wieder umschreiben. Wie gesagt, ganz zuerst bei Dezimalzahlen immer erst die Kommastelle ausrechnen. Also ausrichten. Entschuldigung, nicht ausrechnen. Das Rechnen machen wir dann zum Schluss. Also 2,64 minus 0, steht hier, also 0,0. Und ich schaue, dass die Zahlen schön sauber untereinander stehen. 0,486. Und hier fehlen mir in diesen zwei Spalten außen fehlt mir oben was, das heißt, da ergänzt sich eine 0. Die 0, wie gesagt, ändert den Wert der Zahl nicht. Es wird nur ein bisschen genauer, aber ist für uns erstmal nicht relevant. So, und jetzt überlegen wir uns, weil wir ja die Zahlen abziehen wollen, ist denn die Zahl oben jeweils größer wie die unten oder mindestens so groß? Und die 0 ist schon mal nicht so groß wie die 6. Also 0 müssen wir 10 hinzufügen und um die 10 hier zu erhalten, haben wir von dieser 0, würden wir von dieser Stelle am liebsten 1 ausleihen, können wir aber nicht, weil da gibt es eine 0. Das heißt, wir leihen von der 40, nehmen das zusammen und
40 minus 1, also 41 ausgeliehen. Da bleibt 39 übrig. So, und dann schauen wir nochmal. Also 10 ist größer als 6. 9 ist größer als 8. 3 ist es größer als 4. Nein. Das heißt, auch die 3 müssen wir vergrößern. Das heißt, wir leihen uns von der 6 1 aus. Das mache ich vielleicht mal in einer anderen Farbe. Entschuldigung, mache ich mal rückgängig. Also hier andere Farbe, so orange. Also von der 6 leihen wir uns 1 aus, bleiben 5 übrig. Und die 1, die wir hier ausgeliehen haben, in der Stelle nebendran, ist das eine 10. Das heißt, 10 plus 3 ist 13. So, jetzt haben wir die 13, ist auf jeden Fall größer wie die 4. Die 5 ist größer wie die 0 natürlich und die 2 ist natürlich auch größer wie die 0. So, jetzt sind wir in der Lage, unsere Zahlen abzuziehen. Also 10 minus 6 ist 4, 9 minus 8 ist 1, 13 minus 4 ist 9, 5 minus 0 ist unsere 5 und 2 minus 0 ist 2 und ganz zum Schluss einfach noch die Kommastelle nach unten gezogen und fertig. Also das Ergebnis 2,5914. So, wie gesagt, nochmal ganz kurz wiederholt. Wenn du Dezimalzahlen abziehst oder zusammenzählen willst, immer zuerst das Komma ausrichten, also Komma unter Komma, dann eventuell Nullen ergänzen hinter der Kommazahl, wenn notwendig, hinter dem Komma, und ja, dann einfach führe deine Rechnung durch, Minus oder Plus. Bei Minus darauf achten, dass du eventuell diese Zahlen oben ausleihen musst, wenn es notwendig ist. Und ganz zum Schluss einfach noch das Komma runterziehen und fertig. Okay, ich hoffe, das hat dir geholfen. Viel Spaß damit. Tschüss.